Vielen Dank, Frau Fischer. Ich übergebe jetzt an Herrn Dr. Heinze. Er wird uns vorstellen, was aus technologischer Sicht gerade in Vorbereitung ist, um diese beeindruckenden Ergebnisse, die eben Frau Fischer dargestellt wird, umzusetzen. Ich glaube, immer mehr wird deutlich, wir haben es mit Patienten zu tun, die sehr selbstbewusst sind, die selbst auch ihr Gesundheitsmanagement in die Hand nehmen und das jetzt als Link. Was immer unklar ist, auch bei Patienten und auch bei vielen Kollegen, was ist jetzt eigentlich Akte, was ist Telemedizin und was vielleicht beides zusammen, das hören wir jetzt von Herrn Heinze. Ja. Hallo, mein Name ist Peter Heinze. Ich verantworte das Produktmanagement zum Thema Versorgungsmanagement bei der Intercomponentware und war beim Partnership for the Heart-Projekt Teilprojektleiter für die Software für den telemedizinischen Arbeitsplatz. Wenn man an die Telemedizin denkt, gibt es immer sehr viele Folien, wo man Geräte sieht, was alles sehr haptisch ist, aber es gibt natürlich noch eine andere Seite, nämlich die der Patientenakte. Und da möchte ich Ihnen mal im Rahmen meines Vortrages ein paar Konzepte vorstellen, was die wesentlichen Eigenschaften der Akten sind und wie sich die in die Telemedizin anbinden, also wo Medizingeräte angebunden werden können und welche Entscheidungskriterien man zu Rate ziehen sollte, wenn man sich für ein Aktenkonzept entscheiden mag. Auch im Projekt hieß es immer die Patientenakte. Patientenakten ist ein sehr, sehr weites Feld, wie man sieht. Es gibt verschiedene Klassifikationsverfahren, hier mal aufgemalt nach Wegemann. Ich möchte Ihnen drei elektronische Patientenaktenkonzepte vorstellen im Nachgang. Zum einen erstmal die klassische elektronische Patientenakte. Man sieht hier auf der rechten Seite auch einen Screenshot aus der Software aus dem telemedizinischen Arbeitsplatz, wo man die medizinischen Daten in einer sehr aggregierten Form zur Darstellung bringt. In dieser Anwendung, dadurch, dass sie im telemedizinischen Zentrum benutzt wird, haben wir natürlich sehr spezialisierte Datenstrukturen, auch spezialisierte Funktionen, die man benötigt, um den Patienten dann optimal und effizient zu betreuen. Wesentliches Merkmal auch hier ist, dass diese Patientenakte innerhalb einer Organisation verwendet wird. Das heißt, die Berechtigungskonzepte beziehen sich auf eine Organisation. Es ist natürlich auch denkbar, dass man hier den Patienten auch drauf schauen lässt. Das ist dann aber im Grunde eine dünne Sicht, eine Portalansicht. Haben wir jetzt im Projekt nicht gehabt, um auch nicht die Ergebnisse zu verfälschen, aber das wäre denkbar. Hier unten sieht man auch noch gleich dazu den englischen Begriff und nochmal eine Definition von der National Alliance for Health Information Technology. Hier mal das Beispiel, was ich gerade sagte, das Berechtigungskonzept. Ich habe also Anwender. Diese Anwender haben bestimmte Rollen, wie zum Beispiel der Kardiologe im Telemedizinzentrum. Entsprechend sind Zugangsrechte definiert und Sichten, dass bestimmte Funktionen nur der Kardiologe darf oder die Schwester. Die Anwender gehören zudem zu Gruppen, sodass man dann auch Funktionen an Gruppen heften kann und auch darüber Sichten, Aufgaben, Zuweisungen entsprechend steuern kann. Eine zweite Akte, was man dann auch häufig verwechselt, weil alles Patientenakten sind, ist die einrichtungsübergreifende elektronische Patientenakte. Auch hier ist das eine Patientenakte, die sich vor allen Dingen an den Leistungserbringer, also an die Ärzte richtet. Auch hier haben wir wieder aggregierte Darstellung. Jedoch sind die Inhalte in der Patientenakte in den meisten Fällen dokumentenbasiert. Das heißt, alle medizinischen Informationen befinden sich in einem Dokument, die werden per Dokument abgespeichert und bearbeitet. Wesentlicher Unterschied im Berechtigungskonzept ist, dass man sich jetzt hier Gedanken drüber machen muss, welche Organisationen eigentlich welche Daten überhaupt sehen dürfen. Das heißt, hier haben wir ein interinstitutionelles Berechtigungskonzept, was notwendig ist. Auch hier kann man sich natürlich denken, dass der Patient wieder über eine dünne Sicht eine Ansicht auf die Daten bekommt, wieder in Form eines Portals. Was hier auffällig ist, und das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte in den letzten Jahren, ist, dass diese Form der Patientenakten einen hohen Standardisierungsgrad hat. Dort kommen die sogenannten IAE-Profile zum Tragen, die definieren, dass ich als Hersteller nur gegen eine Schnittstelle zu implementieren habe und dadurch halt auch für die Hersteller die Kosten entsprechend sinken und dass man auch Produkte verschiedener Hersteller assemblieren kann. Hier einmal das Beispiel für ein Berechtigungskonzept über die Organisation hinweg. Zum Beispiel über den Behandlungszusammenhang. Ein Patient wird halt eingewiesen, er wird verlegt. In diesen Funktionen befinden sich dann die Organisationsidentifikationen. Und darüber kann man dann sehr automatisiert die Berechtigung so steuern, dass nur jeweils die Organisation, die einen Behandlungszusammenhang hat, die entsprechenden Dokumente dann wieder sehen kann. Es gibt natürlich auch wieder Sonderrollen, Notfallzugriff etc. Aber das ist ein wesentlicher Unterschied zu einer
zu einer Patientenakte innerhalb der Einrichtung. Hier mal ein Beispiel, wie so eine Portalsicht sehen kann. Das ist jetzt leider in Englisch, aber das sogenannte Consumer Portal. Hier die Immunisierung, die man dann einfach per Sicht auf demselben Datenbestand natürlich mit den entsprechenden Authentifizierungen sehen kann. Kommen wir zur elektronischen Gesundheitsakte. Wie gesagt, das wird immer sehr häufig in den Diskussionen, wenn wir beim Kunden sind und in den Projekten durcheinander geworfen. Ein wesentliches Merkmal der Gesundheitsakte ist, dass der Patient das Berechtigungskonzept steuert. Ja, auch die Benutzerschnittstelle ist ganz anders aufgebaut. Die ist nicht so kompakt, nicht so aggregiert. Es ist vielmehr daran gedacht, auch eher barrierefrei, dass die Patienten an die Daten kommen und auch entsprechend mit Inhalten angereichert ist, wie wir vorhin im Vortrag gehört haben. Problem hier ist, dass hier die Schnittstellen nur teilweise standardisiert sind. Das macht es dann sehr mühselig, wenn man diese Daten automatisiert aus Primärsystemen bekommen will, weil dann jeweils immer herstellerspezifische Schnittstellen zu implementieren sind. Aber auch hier ist wieder eine Sicht für den Leistungserbringer drin, also auch wieder in Form eines Portals. Auch das in der Folie danach, Entschuldigung. Hier ist das Berechtigungskonzept der Gesundheitsakte. Der Anwender selber kann anderen Anwendern auf der Plattform dann sehr individuelle Berechtigungsvektoren geben, sodass man sehr dediziert steuern kann, was der andere Anwender, mein Angehöriger oder der Arzt, der Leistungserbringer an Daten sieht und an Funktionen ausführen darf. Ja, hier ist nochmal die Portalansicht für den Leistungserbringer. Man kann also hier seine Patienten, die mich berechtigt haben, entsprechend auswählen und sehe dann hier wieder in einer leistungserbringerspezifischen Ansicht sehr aggregiert die Daten des Patienten. In der Telemedizin jedoch reicht die Patientenakte als Datensenke für medizinische Daten nicht alleine aus. Es gibt viele Fragestellungen drumherum, zum Beispiel sind CRM-Funktionen notwendig. Man muss halt wissen, bei welchem Arzt ist der Patient in Behandlung, was ist der Kardiologe, wo ist der Angehörige, ist der Angehörige berechtigt, Aussagen zu treffen, ich muss ihn anrufen, ich muss Studien-IDs verwalten. Das sind klassische Customer Relationship Management Funktionen. Bei den medizinischen Daten kam dann auch sehr schnell zum Tragen, auch bedingt durch die Studie, die ja immer begleitend laufen, die Anforderung, Formulare zu haben, um sehr spezielle Daten auch ablegen zu können. Den Therapieplan, revisionssichere Verlaufsdokumentation, Patientenstart.de, dass ich auf einen Blick sehe, welcher Patient ist auch von der Datensicht her in einem kritischen Zustand. Die Messfunktion, das haben wir vorhin ja gehört, bei Partnership for the Heart auch täglich ein EKG. Und die Selbsteinschätzung, wie wir ja auch in den Ergebnissen gesehen haben, auch eine relevante qualitative Messprinzip. Und das Gerätemanagement, man muss halt die Geräte verwalten, die beim Patienten sind, man muss die Geräte zurückholen, desinfizieren etc. Das alles gibt es zu managen rund um eine Patientenakte dabei. Gut, wie werden jetzt die Medizingeräte angebunden? Da muss ich mal ganz kurz einen kleinen Ausflug machen, denn da tut sich einiges in der Standardisierungsszene. Da gibt es die Continuum Health Alliance, die sich zum Ziel gesetzt hat, zwischen diesen verschiedenen Endgeräten, Personal Area Network Geräten, also die eigentlichen Medizingeräte, die Schnittstellen jeweils zu standardisieren. Ja, da haben wir also hier die Messgeräte, hier das Übertragungsgerät, Mobiltelefone, PCs, wie auch immer. Und auf der rechten Seite beim Leistungserbringer sieht man dann die Patientenakte, die sich dann natürlich gegen diese Geräte integrieren muss. Und nach hinten entsprechende Schnittstellen, um das in Gesundheitsakten oder einrichtungsübergreifende Patientenakten zu verschieben. In unserem Projekt war es aufgrund der Zielgruppe notwendig, dass die Patienten so wenig Aufwand wie möglich haben. Dahingehend ist natürlich die Frage, woher weiß ich denn, dass welche Daten in welche Patientenakte gehören. Dahingehend ist es notwendig, hier ein Verzeichnis zu haben, wo Identitäten drinstehen, dass ich das entsprechend auflösen kann, dass der Patient nur misst und fertig. Man kann die Daten in die Gesundheitsakte reinschieben, das hat halt bestimmte Vorteile, dass ich relativ hoch verfügbar und kostengünstig für kleine Patientengruppen dieses entsprechend durchführen kann oder für Patienten, die ein Selbstmanagement durchführen oder nur episodisch überwacht werden. Allerdings muss man dabei das Berechtigungskonzept, was ich gerade vorgestellt habe, entsprechend berücksichtigen. An der Patientenakte ähnlich, das ist das, was wir im Partnership for the Heart gemacht haben, geeignet für intensives, komplexes Monitoring, auch wenn wir sehr viele Daten erheben. Das tägliche EKG gehört eigentlich nicht in die Gesundheitsakte, sondern eher Aggregate dieser Daten. So, und wie können sich diese gesamten Akten zusammenarbeiten? Hier ein Beispiel, das Medizingerät über die Schnittstellen der Continuum Health Alliance an die elektronische Patientenakte im Telemedizinzentrum oder angebunden direkt an eine elektronische Gesundheitsakte. Und diese Akten wiederum
können sich über einrichtungsübergreifende Patientenakten mit anderen Akten in Krankenhausinformationssystemen über IAE-Profile dann integrieren. Auch zu berücksichtigen ist die Patientenkarriere. Kann der Patient sich alleine managen? Muss er episodisch überwacht werden oder wie in der Herzinsuffizienz sehr intensiv? Und das sind jetzt in dem Fazit eigentlich auch die Sachen, die man berücksichtigen sollte, für welches Aktenkonzept ich mich entscheide. Die Zielgruppe, ist sie technophob oder technophil? Kann sie damit umgehen? Hängt auch mit dem Alter zusammen. Was für Infrastruktur gibt es eigentlich beim Patienten? Gibt es Mobilfunkabdeckung oder analoge Telefonmöglichkeiten oder Breitband? Und natürlich die medizinische Indikation. In PFH, im Kontext der Kardiologie, sprechen unsere Erfahrungen dafür, eine elektronische Patientenakte zu nehmen und keine Gesundheitsakte. Dann aber über die detaillierte Patientenhistorie, die vorliegt, ansonsten kann das Telemedizinzentrum ja gar nicht adäquat reagieren, denken wir, dass das ein Treiber sein kann, über eine einrichtungsübergreifende Patientenakte die Vernetzung nach vorne zu treiben, wie zum Beispiel in der Gesundheitsregion Rhein-Neckar, wo dies dann geplant ist. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.